Guten Tag, ich habe vor kurzem ja mal ein Video hochgeladen, wo ich Event Troops Only bei den Deutschen gespielt habe und heute sind die Alliierten dran. Da habe ich auch sehr viele Event Troops, die kann ich eh nicht alle mitnehmen, aber wir gehen mal kurz durch, was ich dabei habe. Einmal hier den Vickers-Trupp, den gab es ja damals auch im Event mit 100 Schuss. Vickers ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht, auch auf Tier 5. Wir werden eh auf Tier 5 spielen, weil ich habe noch was anderes auf Tier 5 dabei. Und dann haben wir den Universal Carrier, ein ganz witziges Spawn-Auto. Dann hier, es gibt ja den schallgedämpften MP40-Trupp, den ich das letzte Mal gespielt habe. Das hier ist das Gegenstück, quasi der SAS-Trupp mit der schallgedämpften Sten. Dann die Waffe werden auch viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr haben oder kennen. Die Charlton Rifle gab es auch damals in Tunesien bei einem Event. Dann hier, das gab es im Pazifik mal beim Event hier, diesen australischen Trupp war das, glaube ich, mit der. Ja, die Waffe finde ich jetzt gar nicht so geil. Ist halt wie eine Sten und Stens finde ich allgemein kacke. Dann eine P47 und ja, ich habe eine zweite P47 und ja, die liegt auf dem anderen Trupp. Das heißt, ich kann theoretisch immer zwei P47 mit ins Gefecht nehmen. Die hat allerdings M8-Raketen und die Bombe drin. Also die hat keine H-Wars. So, dann haben wir den besten Panzer eh überhaupt. Und zwar hier unseren kleinen Rhino Stewie mit dem geilen Räumschild vorne dran. Ich finde das Ding einfach so ultra witzig. Ich habe ja noch hier diesen anderen Event Stewie, aber wenn, dann muss der Rhino mit. Das ist ganz klar. Dann einen weiteren Event-Trupp, das war auch damals im Pazifik. Mit den H-Wars und dem fetten Abwurftank unten drunter. Das Flugzeug selber ist eigentlich ziemlich kacke. Und das war's dann eigentlich. Und dann gehen wir jetzt mal rein in die Runde und gucken, was da so reingeht mit den Event-Zeugs. Und da haben wir unser Match gefunden: Ruinen von wo? Invasione, wir müssen verteidigen, das finde ich schon mal kacke. Da, aber wir kommen direkt mit unserem Overpowered Stewie hier. Ist ein bisschen sad, dass wir jetzt auf Tier 5 spielen, weil wir halt nur zweimal Tier 5 Sachen dabei haben. Event Fallschirmjäger hätte ich nochmal zwei gehabt: einmal mit der Carbine und einmal mit der BSA, also der britische. Aber ich dachte, dann nehme ich die Vickers-Kollegen mit. Habe ich auch ewig nicht mehr gespielt, die Vickers. Habe ich vor kurzem mal bei Mbuto in dem Video gesehen, da dachte ich mir, das Ding ist eigentlich ganz cool, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Meine Teammates werden, wollte gerade sagen, die werden kotzen, wenn ich mit dem Stewie spawn. Dann halt nicht. Dann kommen wir halt. Oh! Kalalalalaiopi. Der wird auf jeden Fall Spaß haben. Ich überhole den jetzt trotzdem ganz dreist mit meinem. Ey, nicht blocken. Lass mich durch. Miep, miep. Ich habe auch ein dickes Rohr. Meins ist länger. Aha. So. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Ding hier irgendwo hinstellen. Das ist ja halt geil bei diesem Spawn-Auto. Das ist halt so unglaublich schnell. Jetzt sterben wir die Möhre hier unten mal in Dreck irgendwo. Passend da, wo er ihn ins Baumpunkt bauen wollte. So, was hat denn der? Der hat eine Lanchester. Gucken wir mal. Oh Gott, da sind schon Gegner drin. Pass mal auf. Kalayubi knüppelt schon mal rein. Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Taktischer Rückzug. Oh Junge. Sieht man ja gar nichts vor Dreck. Nalin ab, die Sau. Gott. Da kommt ja richtig Zeug. Weg mit dir. Oh Gott, sind das viele. Muss man da kurz reinsmoken? Oh, hat sich erledigt. Echt jetzt? Da mörsert einer. Was ist das für ein Eierkopf? FP5. Wollen wir mit dem Ding mal reinkommen? Der hatte diese lustigen Brandbomben unten dran. Stimmt, der hat ja auch H-Wars. Das war ja auch so ein Scam, das Ding damals. Die gab es ja im Pazifik als Premium-Trupp. Also den und die Zero. Und kurz danach gab es die Dinger halt im Event, was halt auch, ja. Mein Ballett an die Leute, die sich die Dinger damals gekauft haben. So, jetzt gucken wir mal. Da knüppeln wir da jetzt direkt mal H-Wars rein. Vor allem H-Wars auf Tier 3. Ist halt echt ganz sexy eigentlich. Da haben wir effektiv schon mal gar nichts getötet. Oh, Junge. Haben Speedy Guns alles. Natürlich hat er sich selbst getötet. Oh, ich freue mich so im Update. Also ich weiß nicht, wann das Video kommt. Aber ich freue mich so bei dem Update dann. Abwurftank raus. Blub. Wenn diese Kamikaze-Regel eingeführt wird, ist meines Erachtens nach immer noch nicht hart genug. Aber da werden wir quatschen, wenn das Update dann da ist. Außer das Update ist da, bevor ich das Video hochlade, dann haben wir das eh schon geklärt. So, wir haben effektiv gar nichts getötet. Na gut, die Abwurftanks, die machen halt auch nichts. Aber irgendeinen würde ich halt schon ganz gern killen damit. Einfach weil du die Dinger nie siehst. Eben weil sie kacke sind. Wen haben wir eigentlich im Team? Ich hab gar nicht reingeguckt. Kennen wir jemanden? Jan Bonski. Ne, sieht nicht so aus. So. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht irgendwas wegknüppeln können. Wahrscheinlich haben die Spawnpunkte eher da hinten in dem Busch drin.
Da hätte ich sie auf jeden Fall gebaut. Oder die kommen gar nicht erst raus aus dem Spawn. Das kann natürlich auch sein. Da unten muss irgendwo ein Panzer stehen. Kann ich den spotten? Kann ich? Nein. Fuck. Da ist eine Pack. Okay, pass mal auf. Da ist der Panzer. Panzer weg. Abwurftank hat auch irgendwas gehittet. Oh, mach's gut. Da hat er mich weggegeiert auf jeden Fall. Das Flugzeug ist wie gesagt eh jetzt nicht so der Wahnsinn. Captain geht mit seinem Schiff unter. So, jetzt können wir mit unserem geilen Rhino-Stewie reinkommen. Das wäre so witzig, wenn ich einen Panther oder... Ach Mann! Gut, P-47, ich komme jetzt nicht direkt nochmal mit dem Flugzeug. Hol mal die Charten raus. Ich sag, die Waffe sieht halt ultra geil aus irgendwie. Ist jetzt auch nicht ultra stark, aber es ist halt... Ich find's cool, dass sie damals diese australischen oder neuseeländischen Trupps damit reingemacht haben. Den habe ich direkt erstmal einen eingeschenkt. Wow. Oh Gott. Das Ding hat ja den Recoil des Todes, Alter. Das Problem ist jetzt an der Sache... Premium-Pallies. Gott, wie langsam lädt denn das Ding nach? Ich bin halt eh ein bisschen im Nachteil, weil ich halt hier gegen Tier 5 spiele mit absolutem Noob-Equipment. Gut, so schlecht ist es jetzt auch nicht, aber... Hammer. Wo ist er denn? Okay, der ist weg. Sehr schön. Mein Kollege ist wahrscheinlich tot. Ja, der ist wahrscheinlich so ziemlich tot. Aber wie gesagt, ich finde die Charlton sieht auf jeden Fall cool aus. Vielleicht kann man damit noch den einen oder anderen erschießen. Das ist halt die Frage, von wo die kommen. Wie gesagt, ich hätte meinen Spawnpunkt auf jeden Fall da hinten gebaut. Aber da sehe ich jetzt gar nicht so viel. Da ist Böses im Busch. Junge. Halt. Was? Vom Damage her, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Damage die macht, aber auf jeden Fall ist der eigentlich schon ordentlich. Gucken wir mal hier aus dem Fenster. Oh, ich glaube, wir gucken doch lieber nicht aus dem Fenster. Wir machen so einen unfreundlichen Eindruck da draußen. Dann rennt einer. Hit. Zack, den Hammer. Oh Gott, Alter. Junge! Oh, Granate. Du kannst ruhig wieder hochkommen, Kollege. Komm, trau die nur. Oh Gott. Na, komm rein. Da kommt niemand. Da ist eine Mine gerannt. Ist auch sehr schön. Na, na, wo sind sie denn? Ich will halt auch nicht hier raus unbedingt. Genau deswegen. Ah, lebt noch. Machst du nichts, du Lappen. Junge, Junge. Hier knüppelt's aber richtig von allen Seiten. Wo sind denn die ganzen Gegner hin? Ist halt auch kacke, wenn die da in dem Busch rumsitzen, dann Wo denn? Da hockt er. Das ist, welches Haus war denn das jetzt? Das da, oder? Hallo? Nimm den einfach abfacken. Einfach einen Smoke rein. Liegt hier irgendwo noch eine bessere Waffe? Autsch. Okay, hat sich erledigt. Das war, glaube ich, das Event APC, oder? Was haben wir jetzt? Wir können mit der Stan reinkommen. Und wir haben den Punkt verloren. Aber ich habe ja... Mit dem habe ich ja einen Panzerjägerli. Hat er auch die Stan? Natürlich hat er auch die Stan. Ah ne, der hat die Stan, aber der hat sogar eine gute Bazooka. Jetzt rein hier in die Bude. Lass mal kurz analysieren, von wo die Gegner kommen. Junge, hier knallt's an allen Ecken. Wo war denn das APC jetzt? Hier
unten ist doch irgendwas. Dass der mich nicht gesehen hat. Panzer. Zurück. Oh, noch ein Panzer. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Bam. Wenn das sogar der... Ist das nicht sogar der Premium? Oder gab es den... Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gar nicht sicher. Den müsste ich auf jeden Fall haben. Steigt aus. Bam. Weggepantert. Da geht ja richtig was rein, die Runde hier. Was haben wir noch? Zwei Schuss haben wir noch mit der Bazooka. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo die Gegner spawnen. Was vor? Ah, ich liebe Spawn-Shots. Nam nam nam. Mit Spawn-Shots, da kann ich nichts machen. Da muss ich mich doch mal ein bisschen zurückziehen, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch für Optionen? Wir können mit der... Oh, mit der Vickers, das wäre nicht schlecht, aber da würde ich ganz gerne am Boden spawnen sogar. Weil vielleicht kann ich mit der Vickers den Bunker eigentlich ganz gut verteidigen. Muss mal gucken, weil da kommt wahrscheinlich eh gleich wieder Arti runter. Deswegen schicke ich die Kollegen mal in den Bunker. Oh Gott, die sind schon drin. Geht mal hierher. Haben wir AP-Min. So, jetzt kommt ihr mal hier alle runter. Wenn es schnell geht, macht nichts. Dann gucken wir mal, ob wir mit der Vickers hier was holen können. Zack. Vickers aufstellen. Jetzt können sie kommen, die Schweinebacken hier. Diese sehen sie nichts. Da hinten schießt der Pack. Wir lassen uns gar nicht irritieren von der Arti. Auch wenn die uns ganz da wehtut. Hey. Kommt da auch irgendwo Gegner? Aber ich glaube, meine Bots haben es tatsächlich im Bunker geschafft. Sonst wären die jetzt alle schon tot gewesen. Hat irgendeiner von euch die Gegner gesehen? Da rennt einer. Oh. Ich sollte vielleicht auch da richtig gucken. Zack, zack. Hallo, Hitbox. Okay. Oh, fuck. Da oben ist so ein Lappen. Hallo, Mine. Down. Jetzt wäre ich selber mitgestorben, wäre der jetzt in meine Mine gesprungen. Gut, dass ich den vorher erschossen habe. So. Wir haben auf jeden Fall Bock zu fliegen. Doch nochmal P47 auspacken. Da, 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 da. Gott. Ich sag, die Hitbox ist der Wahnsinn, ey. Wieder hoch. Autsch. Oh. Ich doch mal mit dem kleinen Gammelstu hin. Nee, komm, ich hole jetzt erstmal kurz. Okay, der hat sich im Boden gerammt. Da kommen wir doch mit dem. Nein. Mann! Lass mich doch mit dem kleinen Scheißdu mal spawnen. Was soll denn das? Ich muss unbedingt mal einen Spawnpunkt bauen. Oder ich komme mit dem. Ja, erstmal kurz mit dem APC. Irgendwie sind die Spawnpunkte die ganze Zeit blockiert. Wir sind Platz 3. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man überlegt, dass ich auf Tier 5 spiele. Oder gegen Tier 5. Wäre auch witzig, mit dem Ding hier irgendwas wegzusnipern. Wollen wir das mal versuchen? Komm, just for fun. Mal hier mit der dicken Kanone. Da hinten ist irgendwas im Busch. Das ist die größte Kackwaffe eigentlich. Ich versuche einfach die zu überfahren, da mache ich wahrscheinlich mehr Damage. Auf. Nein, nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist nicht gut. Oh, da ist einer. Warte, warte. Warte. Nein, nicht getroffen. Pass auf. Ah! Ich hab mal erwischt. Das war's wert. Das war's komplett wert. Oh, da sind noch mehr. Warte, warte. Wo ist mein Visier? Bam! Erschossen. Okay, das macht Spaß. Da ist noch einer. Komm her. Gott, ist das dumm. Das ist unser Jumbo. Komm, einen will ich noch.
Oh, da ist ein Panzer. Scheiße, da ist Greyzone. Fuck, 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 fuck. Da hinten kommen sie. Ah! Erschossen. Erschossen. Ist das geil. Nein. Rückwärtsgang. Verdammt. Okay, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Holen wir doch mal die P47 raus. Vielleicht kriegen sie den Punkt ja doch noch gekappt. Vielleicht kann ich kurz den Panzer rausnehmen. Das war jetzt cool. Das hat jetzt irgendwie Spaß gemacht. So, was sind das für ein Panzer? 7,5er Kanone. Ist der down? Ne, der ist noch nicht down. Da ist er. Aber mit den M8 Rockets mache ich halt wahrscheinlich nicht so viel dagegen. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, was da kommt. Batz, batz, batz. Wow, das war ja nicht so viel. Aber wir haben ja noch die Bombe, deswegen. Damit können wir den Panzer rausnehmen. So. Das ist halt auch manchmal broken, wenn du halt zwei P47 dabei haben kannst. Da kannst du die Gegner halt auch hart belasten, ey. Meistens nehme ich dann noch die Viewfighter mit und dann machen die halt gar nichts mehr. Jetzt schmeißen wir denen da eine Bombe rein. Bye, bye. Oh, ich dachte, da ist mehr drin. War da ein Feindflieger? Ne. Laden wir nochmal kurz nach. Lass die ruhig cappen, dann, ja genau. Dann geht das nämlich noch ein bisschen länger, der Spaß hier. Mal sehen, ob ich noch eine bessere Position als Platz 3 kriege. Ich glaub's aber fast nicht. So. Ich finde ja allgemein, die Raketen wurden ein bisschen genervt. Selbst die H-Wars, die sind jetzt nicht mehr ganz so geil, wie sie irgendwie mal waren. Was ja aber auch okay ist. Muss ja nicht immer alles OP des Todes sein, aber wenn halt gar nichts kaputt kriegst, damit ist halt auch scheiße. So, wir haben da einen Panzer. Da schmeiß ich da, oder? Waste ich da jetzt eine Bombe? Eigentlich nicht, oder? Okay, waste mir doch eine Bombe. Ah, da war noch ein Panzer 3, den hätte ich auch so kriegen müssen. So, dann schieß mit den Kollegen kurz runter, bevor mich die Fackel hier weggeiert. Echt jetzt? Den hole ich mir noch, ist mir egal. Ja, siehst du. Gehen wir zusammen runter. Habe ich ihn? Habe ich. Kann ich nochmal turnen hier irgendwie? Kann man das Ding löschen? Nee. Okay, wir landen das Ding jetzt erfolgreich. Feuer löschen. Ja. Hat im Endeffekt jetzt nicht ganz so super funktioniert tatsächlich. Wir werden jetzt... Wobei, warte mal, welchen Trupp haben wir noch nicht ausprobiert? Den Orsten-Trupp, glaube ich, oder? Habe ich den schon benutzt? Ja, komm, einmal den. Orsten. Sieht im Endeffekt aus wie ein Stand. Ist jetzt echt nichts Besonderes. Schauen wir mal, dass man vielleicht erstmal einen Spawnpunkt... Der Archie! Der Archie darf jetzt erstmal einen Spawnpunkt bauen. Irgendwo da, wo wir nicht direkt weggefrackt werden. Stell den mal hier hin, weil hinterm Ding ist immer scheiße, weil die da manchmal ihre APCs hinstellen. Die sehen halt schon witzig aus, diese australischen Trupps da. Gott, warum den Baugeschwindigkeit der Kollege? Aber ich habe die auch noch nie groß gespielt. Ich habe die im Pazifik freigeschaltet und dann quasi direkt weggeschmissen. So. Los, Archie, schnapp sie dir. Das ist auf jeden Fall ein Spawnpunkt. Oh, da haben wir ordentlich was weggeholt. Jetzt gehen wir kurz den Spawn suchen. Spawn weg. Na, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wollen wir hier... Ja gut, Panzerabwehrminen bringt da jetzt auch nicht so viel. Die kommen dann, wenn dann da lang. Ich muss sagen, die hat ein bisschen cooleren Sound als die Stan. Wobei ich habe eh den Sound drin, das hat jetzt nicht viel zu sagen. Was drauf? Mann, auf der Mine? Nein! Ich habe meinen Spawn noch nicht zerstört. Oh, ich habe einen Panzer. Ich habe allerdings nichts zum Panzerjäger. Doch, ich habe den da zum Panzerjäger. Oh. Nein! Du Drecksau! Oh, der ist über meine Mine gefahren.
Manchmal lohnt sich's halt echt, Minen zu legen. Darf ich jetzt mal mit meinem gammligen kleinen Kackstui hier spawnen? Bitte? Oh, ich bin Platz 2. Das läuft ja richtig, richtig gut. So, jetzt geht's ab hier. Mit dem Räumschild. Damit kannst du auch super Leute überfahren. SAP Heimzone. Ist klar. Oh Gott. Don't fuck with my Stewie. Nicht schubsen, Fettsack. Gut, ich stand auch hart im Weg. Muss man jetzt auch einfach so eingestehen. Okay, du gehst vor und checkst die Lage mal aus. Ich bleib hinten und check die Lage anders aus. Ich muss sagen, der Stewie, der ist ja eh nicht so scheiße, weil da Masters Top MG oben drauf. Wo war der jetzt mit seiner Panzerfaust? Hm? Das ist ja gar nicht cool, auf jeden Fall. Dann kommen wir doch nochmal mit unserem... Oder hier nehmen wir nochmal die Charten. Die war eigentlich ganz witzig. Hui. Das ist wie an der Ampel. Wenn es rot ist, dann sollst du stehen bleiben. Ah, die kommen von da hinten. Die haben da hinten safe. Gott, Alter. Dispersion des Todes, das Ding, ey. Aber die Reload-Animation ist halt ultra arsch. Ich meine, das hat ein normales Magazin und der braucht ewig, um das Ding rein rauszustecken. Was ist schon dem? Gott, Alter. Pistole! Komm, krieg ich den noch? Und jetzt einmal kurz nachladen. Zack, zack. Nein, da kam einer von hinten. Aber die haben da safe einen Spawnpunkt. Wäre halt cool, wenn da jetzt der Kollege da das regelt. Wobei, die haben noch 58 Tickets. Was wollen sie tun? Ich glaube, vier machen die jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Na komm, dann nehmen wir nochmal den Trupp. Genau, direkt dahin. Obwohl, wir haben da so viele Leute. Ich glaube nicht, dass die da jetzt nochmal spawnen. Sagte er. So ein geilen Sound, die Waffe. Da, wo ist der jetzt hin? Also. Einmal weg. Ja, ich hab dich schon gesehen. Ist doch ein Spawnpunkt. Irgendwo ist ein Spawnpunkt. Ist der hier drin? Ah, wahrscheinlich ist der auch schon down. Mann! Aber die waren stets bemüht, auf jeden Fall. Und 80 Kills? Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, ich krieg ihn anders aufs Maul. Ist da denn noch ein Gegner? Was ist noch 9? Was sonst? Irgendwie passiert da nichts mehr. Oh, da ist tatsächlich einer. Punkt. Was ist da los? Wollen wir den cappen lassen, einfach aus Mitleid? Oh, kommt lieber raus aus dem Wald. Ihr solltet lieber cappen hier, statt hier rumzugammeln. Weg mit dir. Wo ist dein Kollege? Liegt doch safe eine Mine. Kollege tot. Wahrscheinlich der letzte Ansturm jetzt. Aber irgendwie sehe ich keinen mehr. Da hinten noch was? Da hinten kommt noch was im Wald. Was ist da? Oh Gott, den hab ich gar nicht gesehen. Komplett verschossen gerade. Ruf da. Keine Gnade. Okay, ich glaube, das war's. 17 Sekunden. Ich würde sagen, haben wir erfolgreich gewonnen. Ich bin trotzdem Platz 2. Ist mal kurz im Busch hängen geblieben. Platz 2 ist halt echt gut. Alter, als ob da einer ein Punkt ist. Hat der sich reingeschlichen? Ah, okay, der ist down. Was? Sieg! Das haben wir doch ganz erfolgreich gemacht dafür, dass wir halt größtenteils Tier 2 und 3 Equipment dabei hatten. Ist das, denke ich mal, ein recht solides Ergebnis. Kann man auf jeden Fall so lassen. 20.000 Punkte, Held des Gefechts. Und, ja. War eigentlich recht. Ja, hier sind... Der ist raus. Aber sonst ging's eigentlich. So schlecht waren die Gegner jetzt gar nicht. War eigentlich relativ ausgeglichen.
Dann stehen jetzt noch Japan und Russland aus mit den Event-Trupps. Das mache ich auch noch irgendwann. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Haut da rein.